Herzlich willkommen bei MusicStore TV. Mein Name ist Jasmin und heute schauen wir uns mal das Flaggschiff der Pianobox-Serie an, und zwar die Pianobox Pro. Tja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zu der Pianobox Mini? Klar, die Abmaße, kein Akku und sowas, und zu der normalen Pianobox. Der Unterschied ist im Grunde genommen, das Design wurde ein bisschen abgeändert. Wir haben hier auch ein LCD-Display. Das heißt, die ganzen Bedienelemente, also die Bedienung ist ein bisschen einfacher. Ich sehe genau, was ich dann mache. Von den Anschlüssen ist so gut wie alles gleich geblieben. Wir haben einen Eingang, wir haben einen Kopfhörereingang vorne. Hinten haben wir die typischen Stereo-Ausgänge, MIDI und USB-Anschluss. Die Stromversorgung läuft hier über ein USB-Kabel, das ich natürlich mit dem Rechner direkt verbinden kann, die Box dann für den Rechner als Standard GM-Modul benutzen kann oder halt eben ganz normales USB-Ladekabel und dann so autark mir mein kleines Piano-Set, GM-Set aufbauen kann. Der Hauptunterschied ist aber tatsächlich in den Sounds. Hier drin sind zwei Soundchips, und zwar haben wir einmal nur 64 GM-Sounds, GM-Standard-Sounds und 64 Sounds von dem EMU-Chip. Die Standard-GM-Sounds, glaube ich, muss ich euch nicht vorspielen, sind halt eben die Standard-GM-Sounds, die man tausendmal irgendwo immer gehört hat. Interessant sind tatsächlich bei diesem Modul die EMU-Sounds. Samt sind sie auch nach der GM-Bank ja eigentlich angeordnet, nur halt die Sounds klingen im Allgemeinen etwas kräftiger. So können wir zum Beispiel, gehen wir einfach mal ein paar Sounds durch. Ja, wenn euch die normalen Standard General MIDI Sounds nicht ausreichen, dann könnt ihr ruhig zu der Pianobox Pro zugreifen mit ihrem EMU-Chip. Ihr könnt gerne zu uns im Store vorbeikommen, das Gerät haben wir hier antestbereit und euch selber von dem Sound überzeugen. Ciao, euer Jasmin.